Ja, servus. Da sind wir wieder. Auf dem Pferd und hinter mir Häsch, wie heißt der? Häsch für Ebenenschreiter. Ja, den habe ich mir tatsächlich einmal aus einem Lager besorgt. Es ist ein T4-Träger. Ganz hervorragend. Und ich habe mir jetzt auch diesen Sattel da gebastelt. Diesen, was war jetzt das wieder? Da. War denn der Sattel? Na, da war das Pferd. Wo ist denn der Sattel da? Der da. Gurnaki-Sattel. Schaut doch schick aus, oder? Da auf dem untoten Pferd. Ja, jetzt wird es gerade leider nachts. Ich würde nämlich gerne jetzt... wir haben nämlich die Aufgabe, ein paar Bären zu töten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und abhäuten und sowas. Und ich würde gerne heute mal da zum Hügel der Toten schauen und würde mir einen Berserker dort fangen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich hätte vielleicht mal Fesseln reparieren sollen. Naja, aber das wird schon gehen. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Hoffe ich zumindest. Ja, und ich glaube, Fohlen nehmen wir uns auch noch mit. Weil man kann nie, finde ich, nie genug Pferde haben. Warum läuft jetzt da Kampfmusik? Was ist da los? Ach so, das ist schon so. Oh. Na, ich will jetzt nicht kämpfen, Leute. Ich möchte einfach nur nach Norden. Ich habe ein bisschen was gebaut an der Basis, also ein bisschen was ist gut, etwas sehr, sehr Großes. Ich habe ordentlich ausgebaut offscreen, das werden wir uns noch detailliert zusammen anschauen. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Däuser? Ich habe nämlich einen Mithra-Tempel gebaut und der ist echt mächtig geworden. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was da los ist. Am Hügel der Toten. Beziehungsweise, ich mache mal Funzel an, dass wir was sehen. Das ist natürlich super schlau, da nachts loszureiten. Jetzt habe ich... jetzt fängt sein neues Pissen an. Gib mir mal du, ich habe dem aus Versehen, den brauche ja ich. Du kannst meinen Hammer nehmen. Ich muss nämlich was sehen. Das hilft nichts. So. Herr Ebenenschreiter. Ich hätte ihm vielleicht nochmal eine gescheite Rüstung machen sollen. Naja. Wird schon passen. Jetzt schauen wir mal, ob es da Bären gibt. Als allererstes. Dass wir die Aufgabe da abschließen können. Vielleicht findet man ja auch nur ein Pferd. Ach scheiße, da geht's runter. So, vorsichtig. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich kenne mich schon wieder gar nicht mehr aus. Da. Ja, das passt doch. Da müssten doch... Habe ich nur eine Fackel dabei, vorsichtshalber, ja. Gewitter. Ja, das ist natürlich optisch schon sehr schön da im Norden. Mit dem Gewitter. Nachts. Das hat schon was. Ich glaube, hier gibt es Bären.
das ist ja irgendwie nachts ganz schön gruselig da. Finde ich. Oh, da gibt's Pilze. Pilz Amanita. Entdeckt. Flussende. Kann man das mit der Sichel ernten? Oh ja. Also die sollte man mit der Sichel ernten. Da gibt es jede Menge. Ja, so viele Pilze. Übrigens, so ein T4-Träger, also wie jetzt unser Herr Ebenenschreiter, hat ein deutlich höheres Inventarvolumen als andere Träger. Deswegen konnte er auch jede Menge jetzt von diesen schmackhaften Pilze da mitnehmen. Ich weiß nicht, da kann man glaube ich irgendwas draus kochen, aber was genau, weiß ich nicht. So, jetzt schauen wir einfach mal, was da gibt. Ja, sehr schön. Da nachts im Norden rumlaufen. Oh, da ist was. Ich höre was. Ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär. So. Den ziehen wir gleich mal das Fell ab. Wir müssen eh Viecher abhäuten. Gibt es hier vielleicht auch Bärenjunge? Oh ja, Bärenjunges. Ich sehe ein Bärenjunges. Und ich sehe noch einen großen Bären. Wo ist denn jetzt das Bärenjunge hin? Da ist es. Ich nehme es mal. Aua! Können wir uns jetzt voll den Kampfbären ranzüchten. Der hat gleich wieder Level up, der Herr Ebenenschreiter. So, was gibt's jetzt da? Oh, da ist noch ein Bärenjunges, das nehmen wir auch gleich mit. Weil, wenn wir schon die Eltern getötet, brutal hingemetzelt haben, dann ziehen wir wenigstens die Bärenjungen groß. So. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Bären. Oh, da sind ja noch mehr Bären. Hi. Wir nehmen alle Bärenweisen mit, die hier rumrennen. Egal. Alle eingepackt. Passt schon. War da nicht 9? Ich hab doch da noch was gesehen. Ja, egal. Ich müsste mir mal nur eine Bettrolle bauen. Das schnell abhäuten hier. Was ist denn jetzt los? Wo kommt denn der jetzt her? Hey, alles klar? Hallo, lass mal beim Pferd in Ruhe. Ja, viel Schaden macht er ja nicht, der Träger. So, ich würde mir gerne eine Rohlederbettstatt bauen. Ich baue mal 3 Stück, einfach so. Gruselig.
Immer die komischen Geräusche da aus dem Wald. Ja, das Coole ist, mit dieser Knochenfackel da. Nehmen wir nur ein paar Pilze. Ja, komm, wenn wir schon da sind, nehmen wir Pilze mit. Ist doch egal. Oder? Wenn wir schon welche da haben. Es gibt auch noch Giftpilze, aber die gibt es glaube ich nicht im Norden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also, keine Ahnung. So, Herr Ebenenschreiter. Mal die Pilze da für uns mit und das. Elchkönig. So, einmal nehmen bitte. Ein Pferd. Ich brauche noch ein Pferd. Wahrscheinlich werden wir gleich vom Wolfsrudel überfallen. Richtig übel. Was ist denn da oben? Ja, na klar. Wölfe. Haha, vorbei. Ah ja, kriegen wir ein bisschen Wolfsfell. Da können wir bestimmt auch was Schönes draus machen. Zirkel der Schwerter. Was ist denn da passiert? Da ist irgendjemand umgebracht worden. Ah, okay. Was zum Teufel? Ein Boss. Oh oh. Go, 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 go. Mit dem wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Ich habe schon gedacht, Gott, jetzt. Ein Herzinfarkt bekommen. Ich habe doch gewusst, dass da oben ein Boss rumeiert, der uns jetzt immer noch verfolgt. Schnell weg! So feige. Was ist jetzt los? Oh Gott, Wölfe. Der Boss ist immer nur da.
So, wahrscheinlich rennt er uns jetzt die halbe Map hinterher, einfach so. Das Pferd. Okay, wurde nicht umgebracht. So, was hast du eigentlich für ein Stufe 15 Perk bekommen? Ah, schade. Das ist scheiße. Auf dem Träger braucht man eigentlich mehr Vitalität. Das ist ein bisschen schade. Dafür macht er mehr Schaden. Das ist aber auf dem Träger eigentlich wurscht. Naja, was soll's. Ist halt so. Ist halt Zufall, was man kriegt. So, da unten ist auf jeden Fall Hügel der Toten. Und eigentlich gibt es da einen garantierten Spawn für einen Berserker. Den würde ich mir gern einpacken. Also generell sind eigentlich die Zimäre, die hier hausen, so eigentlich mit die stärksten Kämpfer, die man kriegen kann. Ich glaube, hier unten, da müsste einer rumlaufen. Irgendwo. Ich lege mir jetzt bloß vorsichtshalber mal. Ach du Scheiße. Ich lege mir jetzt mal da der Bettrolle hin. Willst du jetzt da bitte nicht da hochlaufen? Sondern daherkommen? Du Spinner. Nimm mal bitte. Ach Gott. Den Knüppel hier und ich nehme den Knüppel. Und du bleibst mal da. Und dann schauen wir mal, ob wir da unten irgendwo einen Berserker finden. Normalerweise latscht da einer rum. Oh. Das ist schlecht. Da ist einer. Da ist er. Ist er einer? Ja, ist einer. Aber der haut. Oh, falsch. Ich brauch die Keule. Ich hoffe, wir kriegen den runter. Der haut richtig drauf. Nicht, dass der hier meinen Ebenenschreiter tötet. Jawohl, sehr gut. Oh, jetzt ist er weg. Na, jetzt ist er bitte nicht weggepackt. Oh. Mein guter Berserker, wo ist denn der jetzt? Also es kann, glaube ich, im Wasser mal passieren, dass der irgendwie...
okay. Ich glaube, wir gehen noch mal ein Stück weg. Aua. Normalerweise, wenn wir dann wieder hinlaufen, müsste aufploppen. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Es könnte jetzt eigentlich auch mal hell werden. Na, wie geht's dir? Oh, du hast ganz schön auf die Mütze gekriegt. Freund der Sonne, ey. Mann, 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 Mann. Laufen wir mal nochmal dahin. Jetzt weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, wo er war. Doch, da irgendwo. Der ist echt weggebackt jetzt, oder? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Naja, vielleicht ploppt er ja noch hoch. Also da unten steht eigentlich immer ein Berserker. Oh, können wir mal da noch schnell hinschauen dabei. Was ist denn da los? Wer bist du denn? Braga! Das ist einer von den zwei, wo wir schon Tagebucheinträge davon gesehen haben. What brings you to this God-cursed corner of the world, exile? Behold, the pride of Cimmeria, a clan of soft-minded fools who think they've died and gone to Crom's realm. Never mind that we walk through a desert to get here. Never mind that we can still take pleasure and pain in equal measure. Oh no, we must be in the afterlife, because it's foggy. Ja, da hast du recht. Wo ist denn hier eigentlich der Obelisk? Oh, da ist der Obelisk, den holen wir uns gleich. Und ein Rezeptbuch müsste da auch noch liegen, eigentlich. Das Hammer. Hier müsste irgendwo ein Rezeptbuch liegen. Das war doch immer da. Ja, hier ist es. Das ist Brauspezialist 2. Also, die gibt's hier oben. So, jetzt schauen wir trotzdem nochmal. Ob man den Cimmeria-Burm noch finden.
war der? Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo der war. Vielleicht finden wir ja noch einen. Wo war der? Oh, da ist er! Da ist er! Gott sei Dank, also jetzt ist er tatsächlich rausgeploppt. Und es wird auch noch hell. Sehr schön. Mission erfolgreich. Also da im Wasser, das war früher schon so. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Da buggen die einfach gerne mal. Und, ja. Was ist jetzt los? Wo ist mein Pferd eigentlich? Ah, da. So. Ja, dann können wir zurück. Machen wir uns auf den Weg nach Hause. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Aber allerdings haben wir jetzt nicht wirklich viele Bären getötet. Nur zwei. Ja gut. Oh, es gibt halt nicht mehr. Dafür haben wir Bärenjunge. Das ist doch auch was, würde ich sagen.